Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Turok 2 Seeds of Evil. Die Sämigen des Bösen. Er hört sich noch ein bisschen schäbiger an wie die Samen des Bösen. Oder der Samen des Bösen. So, wir spielen jetzt an der Stelle weiter, wo ich auch gespeichert hatte. Nur muss ich jetzt mal ein bisschen aufpassen. Denn ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich aufgehört habe. Und Busi meinte in den Kommentaren, man kann die Munition wechseln mit irgendeinem Buchstaben hier. Mit Z angeblich, glaube ich, war das. Aber bei mir passiert gerade gar nichts. Okay, es war gelogen. Danke, Busi, für die Lüge. So, weiter geht's. Ach, ich crouche. Ich kann auch crouchen. Was für ein Quatsch. Interessant. So. Was haben wir denn hier? Okay, wunderbar. Kommt er denn her? Au! Im Tod noch mit Steinen werfen hier. Das geht aber nicht. Das sehe ich nicht ein. So, ich mache mal eben gerade ein bisschen die Minimap auf. Denn, wie gesagt, ich muss gucken, wo ich hier bin. Ich habe schon die Kommentare gelesen. Und auch im Discord so ein bisschen. Der Sumpf des Todes soll richtig scheiße sein. Und davon werde ich mich jetzt einfach mal selber überzeugen. So, weiter geht's hier mit der Laufschrittmusik. Ich glaube, ich muss da hinten hin. Sicher bin ich mir nicht. So, hier könnte ich jetzt rein, mache ich aber auch nicht. Hier komme ich noch nicht rein. Stirb, sei ruhig. So, dann kletter ich mal hier hoch. Das Spiel ist voll laut gerade. Aber alles ist gut. So, ich komme doch bestimmt hier oben drauf, oder nicht? Wenn ich jetzt irgendwie schlau bin und springe. Geil. Volle Gesundheit. Es hat funktioniert. Nein, jetzt bin ich hier reingesprungen. Wollte ich gar nicht. Ja toll, wie mache ich das denn auf? Kann ich gar nicht. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ach, da ist eine Leiter. Okay. Ich habe schon gedacht, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Da komme ich nicht hoch. So, da müssen wir uns das auf jeden Fall merken, dass wir da hinten noch was öffnen können. Ist das denn vermerkt auf der Karte? Ja. Gut. So, wir müssen hier lang. So, stundenlang seid ihr hier rumgeirrt. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich auch stundenlang hier rumirre. So, der ist auf jeden Fall down. Was? Schnauze! So, wie komme ich denn da hoch? Aha, okay. So, da sollte ich nicht reinspringen. Beide down. Ah! Okay. Ja, dann gehen wir doch gleich mal wieder zurück. Bevor ich jetzt weitermache, möchte ich natürlich wissen, was in diesem Warp-Portal denn auf uns wartet. Hier war ich auch noch nicht. Zack, 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 zack. Dann springen wir da mal eben hin. Oh nein! Voll durch die Wand geglitscht. Oh. Warum kann ich die scheiß Munition nicht wechseln? Bei mir geht das nicht. Ich kann drücken, was ich will. Passiert einfach nichts. So, jetzt müsste das ja eigentlich auf sein, ne? Ja. Und wir sind wieder bei den Oblivion. Boah, das spratzt ja richtig. So, die Waffe ist richtig gut dagegen. Der ist auch sofort gestorben. Krass. LOL. Du hast einen Teil des Partikelbeschleunigers gefunden. Ja, geil.
Ja, das ging ja schnell. Okay, mit der Waffe ist das ja richtig easy. LOL. Nein. Oh, ich bin zu schnell. So, bloß hier weg. Den auch nochmal wegpumpen. So, dann können wir gleich durch das Portal da vorne. Bin ich ja mal gespannt, wo wir da hinkommen. Hui. So. Weiter geht's. Ach nee. Ich nehme jetzt meine Mac. Geil. Ah, die Waffe ist gut. Die gefällt mir. Ich bin Turok. Du bist Bloodborne. So, soll ich denn da hoch oder soll ich hier weiterlaufen? Ich weiß ja nicht. Da komme ich noch nicht hin. Ich weiß nicht, wo ich langlaufen soll. Nee, da runterspringen bringt ja nichts. Ich kann aber, und das werde ich auch tun, dann sterbe ich aber, ne? Taschensprengsatz. Ja, geht ja nicht. Obwohl, hier ist eine Leiter. Okay. Dann hat sich das ja erledigt. So, hier vorne weiß ich nicht, ob hier noch was ist. Da komme ich auch weiter. Explosivgeschosse auch immer gut. So, dann gehe ich jetzt erstmal hier vorne weiter. Weil ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin, wo ich hin muss. So, und latsche ich mal hier rüber. Ups. Da komme ich auch wieder nach oben. Da nehme ich mal eine andere Waffe für. Arsenal gefunden, okay. Dann gehen wir da mal rein, wa? Taschenlampe. Ach, hier wieder die Dings. Sehr gut. Wo lang soll ich? Hier kann ich nur wieder so ein komisches Lebensdings einsammeln. Das brauche ich jetzt nicht. Hier passiert nichts. So, dran damit und schnell abhauen. Zerstört. Oh nein, wie komme ich zurück? So, okay, ich habe das auf jeden Fall erledigt. Brauche ich mich also hier nicht mehr drum kümmern. So. Upsa. Dann geht's jetzt hier weiter. Wir spielen schon wieder 8 Minuten, Alter. Die Zeit, die rennt. Spratz. So, hier geht's nicht weiter, also muss ich hier an den Turm rennen, klettern, springen. So, da bin ich hergekommen. Volle Gesundheit. Ich bin ja mal gespannt. Also die Level müsste auch eigentlich einigermaßen lang sein, genauso wie die davor. Und ich denke mal so Level 5 und Level 6 sind dann mega lang. Weil für eine Level brauchen wir glaube ich auch 6 Schlüssel anstatt nur 3. Das heißt, es wird auch nochmal sehr interessant. So, die baller ich alle weg. LOL. Hier waren wir eben. Weggespratzt. Wunderbar. So, wie komme ich denn da drüber? Ist bestimmt ein geheimer Bereich, ne? Ja. Geheimer Bereich gefunden. Das war mir klar. Ist das eine neue... Moment. Ist das eine neue Waffe? Plasmageschütz. Geil. Modus eingeschaltet.
Alter! What the fuck? Ja, an die Waffe kann ich mich ja gar nicht erinnern. Lol. Einfach alles einsammeln. Lol, Plasmageschütz. Okay, das ist cool. Oh, die hat auch Wumms. Wumms, Rums, Bums. Ich bumse euch weg. So, dann ist hier, glaube ich, auch nichts weiter. Deswegen springen wir jetzt einfach ins nächste Portal. Rumgebumse hier. Volle Gesundheit. Volle Gesundheit. So, alles schön einsammeln. Lol. Gespratze pur. Alter. Ich weiß gar nicht, welcher Schuss hier stärker ist von. Aber beide, die hauen richtig ordentlich rein. Hat auf dem Kopfhörer auch richtig ordentlich Bass, wenn ich ehrlich bin. Hilfe! Da schreit schon wieder einer nach Hilfe. Lol, wie ist er denn da hingeflogen? Kannst du auch mal sterben? So, jetzt ist er tot. Oh, fast da runtergefallen. So, die Tür ist auf. Ich schaue mich aber hier gerade nochmal eben um. Denn hier hat ja gerade eben einer geschrien. Ah, hier unten. Aber dann muss ich extra den ganzen Weg wieder latschen. Aber dafür habe ich da vorne eine geile neue Waffe, ne? Was mache ich denn jetzt? Am besten. Soll ich da jetzt runterspringen, ehrlich? Oh, ja, ich muss ja, ne? Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Volle Gesundheit. So, gib mir diese geile Waffe. Geil. Hier bin ich. Komm. Halt die Klappe und komm. So, jetzt darf ich den ganzen Weg wieder... Obwohl, wir haben hier eine Leiter. Okay, Mut wird belohnt hier in dem Spiel. Und wir haben jetzt eine neue Waffe, Granatenwerfer. Die probiere ich gleich mal ordentlich aus. Das gibt bestimmt ordentliches Gespratze hier. Ach, guck mal einer an. Oh, damn. Okay, das ist wirklich Gespratze. Ja, ist ja gut. Komm raus. Da ist noch ein Gefangener. Geil. Danke, Turok. Bitte, Gefangener. Ah, okay, hat schon gereicht. Jetzt habe ich einen Schuss... Oh nein. Dass man die Schüsse auch nicht abbrechen kann, das ist auch ein bisschen doof. So, hier bin ich ja hergekommen. Dann laufen wir mal weiter. Na, komm. Ey, durch die Beine geschossen. Und der normale Pfeil hat's dann geregelt. Na gut. Was ist das denn? So. Ich finde es schade, dass man mit den Waffen nicht schlagen kann. Auch hier mit Rechtsklick zum Beispiel. Hätte man ja auch einführen können eigentlich. Da ist noch eine Feder. Komme ich da dran? Natürlich nicht. Ach, come on. Das gibt's doch gar nicht.
Aber hier schreit noch einer, ne? Ja, ich hab dich gehört. Ich stehe direkt vorm Käfig, Mann. Gefangener befreit. So einer noch. Dann haben wir alle. Boah, das spratzt richtig hart. So, ein Gefangener fehlt noch. Wo ist der? Ist der nicht hier? Es wäre schön, wenn er hier ist. Da ist doch noch ein Käfig. Ich weiß ja nicht. Wir müssen auch gleich zum Schluss kommen, leider schon wieder. Da ist doch auch eine geile neue Waffe drin, oder? Es sieht jedenfalls danach aus. Nur ich komme da noch nicht hin. Das steht fest. Jetzt brauche ich gerade mal eben die Minimap. Schau mich hier gerade noch mal so ein bisschen um. Da ist auf jeden Fall ein Portal hier oben. Ist ein Schlüssel. Komme ich da nicht irgendwie drauf? Come on. Hier muss irgendwo eine Leiter sein. Irgendwie muss man doch da hochkommen. Das kann ich auch noch nicht öffnen. Aus Gründen. Was ist da unten? Da komme ich auch nicht dran. Okay, jetzt muss ich mal eben überlegen. Ich würde gerne da oben drauf. Hier ist aber bestimmt auch irgendwo noch ein Schalter, womit ich dann das Ding hier öffnen kann. Ich glaube, wir gehen erstmal weiter. Einfach mal durchs Portal da vorne. Vielleicht erklärt sich dann alles von selbst. Wir brauchen eine härtere Waffe. Spratz! Guck mal, das sieht doch auch schon wieder irgendwie so ganz verdächtig aus. Hier komme ich nicht hoch, nein. Da komme ich hoch. Das... Nee, das geht auch nicht. Okay. Ach komm. Ernsthaft? So, Arsenal gefunden. Aber ich habe keinen Sprengsatz. Ich probiere es trotzdem. Vielleicht klappt es ja. Eigentlich müssen wir erst diese Sprengsätze finden. Nee, toll. Taschensprengsatz erforderlich. Mein Gott, ey. Du brauchst doch für jeden Scheiß irgendwas, ne? Turok, ey. Dann gehen wir erstmal zurück. Boah, die Musik ist so laut. Warte mal, ich bin daher gekommen, ne? Oder? Täusche ich mich jetzt? Nein, wir sind von hier gekommen, genau. So, und kann ich jetzt eigentlich nur hier runterspringen? Nee, Quatsch, wir sind von hier gekommen. Aber zum Glück ist es bis jetzt noch nicht so verwirrend wie das letzte Level, wenn ich ganz ehrlich bin. Aha. Das hört sich nach Raptoren an. Ganz schön viele. Give me the key. So, jetzt hier Arena des Todes. So, euch spratze ich alle weg. Lol, die springen, die Granaten. Aber ich habe gut getroffen. So, sie sind auch down. Du bist auch down. So, okay, alle weg. Alle weggeballert. Schön Munition sammeln, aber scheint schon alles voll zu sein.
Ah, mir fehlt ganz ehrlich noch so eine ultimative Attacke. Womit man alles wegspratzen kann. Stirb doch einfach, Mann. Boah, wie viel schluckt der denn noch, Alter? Du hast nichts anderes verdient, außer den Tod. So, wir sind schon wieder bei 21 Minuten. Das bedeutet, wir müssen gleich aufhören. Und ist das schon das Ende? Willst du mich verarschen? Nee, dann sind wir hier noch lange nicht fertig. Dann gehe ich jetzt erstmal wieder zurück, weil uns fehlt ja noch voll viel. Da war noch eine Feder. Ein Gefangener fehlt noch. Aber dann ist die doch nicht so lang, wie ich dachte. So, hier brauchen wir noch einen Sprengsatz. Hier kommen wir noch nicht weiter, weil die Feder fehlt. Komme ich denn hier durch? Nein, ne? Das ist wahrscheinlich tot sofort. Der giftige Sumpf. Schnauze. So, müssen wir uns noch mal ein bisschen genauer umsehen hier. Das kann's ja nicht sein, ne? Da, das muss ich auch noch irgendwie aufkriegen. Wie komme ich da hoch? Das muss doch gehen. Hier vielleicht irgendwie? Nee, ne? Irgendwo muss hier doch was sein. Das geht anscheinend echt nicht. Ins Gesicht. So, da komme ich auch nicht hoch. Also irgendwas übersehe ich hier. Ich weiß nur nicht was. Stein. Doch, ich kann. LOL. LOL. Da habe ich nicht mit gerechnet. Dass ich hier hoch kann. Granaten. Guck mal, da kommen wir doch hier hin. Jetzt bin ich ja wieder hier. Oh, es ist dämlich, ey. Wieso kommt der denn da nicht drauf? Kann der nicht sprinten oder sowas? Nee, ne? Kann der nicht. So eine Kacke. Schön ins Gesicht gespratzt. So, ist hier vielleicht noch irgendwas? Aha. Oder bin ich hierher gekommen? Das kann auch sein. Ja, ich bin hierher. Ah, okay, von hier bin ich gekommen. Hier ist aber noch eine Brücke, wo ich aber nicht durchkomme. Scheiße. Aber da würde ich auch gerne mal drauf. Nur es geht nicht. Da muss ich echt nochmal die komplette Level ablaufen. Ist das euer Ernst? Da habe ich aber gar keinen Bock drauf. Shredder. Shredder. Auf den Stein kommst du nicht drauf. Das war ja klar. Also ich verfolge mal die Brücke, ob ich da irgendwas sehe. Was mich irgendwo hinbringen würde, aber die hört ja auch auf. Das heißt, bringt mir erstmal nichts. Scheiße. Sprengsatz? Was? Kann ich meine Ziele einsehen? Warte mal, Missionsstatus. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Gefangenen und ein Munitionslager. So, dann bin ich eigentlich zufrieden
Mehr will ich gar nicht. Und die Feder wäre natürlich cool. Ja, hier muss es noch einen Weg geben. Ja, du mich auch. Hier bringt mir das nichts. Scheiße. Also komm, noch ein, zwei Minuten machen wir noch. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich da hochkomme. Das muss gehen. Aber wie? Vielleicht komme ich hier drauf. Warum springst du nicht auf den scheiß Stein und all... Doch, es geht! Hä? Was soll ich da denn hinschießen? Aha, guck mal einer an. Aber brauche ich auch nicht unbedingt. Wir kommen auf jeden Fall zur Feder. Das ist schon mal geil. Du hast eine heilige Adlerfeder gefunden. So, blaue Adlerfeder. Dann komme ich auch hier auf den Käfig. Hab den Sprengsatz. Geil! So, dann fehlt noch ein Gefangener, ne? Wo komme ich denn hier hin jetzt? Eine Granate. Und da ist diese Waffe drin. Nein! Oh, Turok, what are you doing? Okay, das ist sehr interessant. Also wir haben schon mal den Sprengsatz. Das ist schon mal ganz geil. Acht verbleibende Leben. Acht verbleibende Leben. Ich bin Turok. Ja, ich auch. So, komm, dann machen wir eben noch hier den... Das Portal da vorne. Das können wir eben noch machen. Ich hoffe, das geht schnell. So. Ich überreiche dir den Atem des Lebens, Talisman. Dieser Talisman wird dir ermöglichen, unbeschadet durch giftige Gewässer zu schwimmen. Möge es dir auf deiner Reise nützlich werden. Das wird es auf jeden Fall. Und damit haben wir schon wieder ganz andere Möglichkeiten hier in dem Level voranzukommen. Dann kann ich nämlich... Hä? Wie jetzt? Was soll das denn bedeuten? Verbleibende Leben. Aber das sind doch giftige Sümpfe. Giftige Sümpfe am Arsch. Okay, es tut mir auch leid, dass die Folge jetzt ein bisschen länger wird. Aber das ist ja schon sehr interessant. Ich will das auf jeden Fall in der nächsten Folge fertig bekommen hier. Und wenn ich jetzt reingehe, sterbe ich auch wieder, oder was? LOL? Okay, dann geht das wahrscheinlich echt nur da, wo diese Zeichen auch sind. Sieben verbleibende Leben. Ja, ich verschwende hier meine Leben, ich weiß. Ist okay. So ein kleines Stückchen laufe ich noch. Check das gerade eben nochmal alles ab. Und ansonsten werde ich wahrscheinlich nochmal von Anfang an hier durchlaufen. Um einfach sicher zu gehen. Hier den einen Sprengsatz haben wir auch noch, ne? Müssen wir auch eben noch machen. Bevor ich das vergesse. Und zwar meine ich da oben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hoffe, das ist richtig. Nee. Nee, hier war schon Ende, ne? Genau, hier war schon Ende. Das heißt, wir müssen noch ein kleines Stückchen zurück. Irgendwo war doch noch so ein Portal.
Hier, genau. So, dann fehlt quasi echt nur ein Gefangener. Das kriegen wir doch irgendwie hin. So, Munitionslager haben wir geschafft. Jetzt fehlt nur noch ein verdammter Gefangener. Und der war, glaube ich, direkt am Anfang vom Spiel, ne? Nein, jetzt renne ich hier hin. Oh, wie dumm, Alter. Turok stirbt und stirbt und stirbt hier. Komm, das überspringen wir eben. So, und ich würde sagen, dass ich hier einen kurzen Schnitt mache. Dann haben wir das Level auch fertig. Und ich werde dann quasi echt nochmal zurück zum Anfang rennen und den, ja, Gefangenen befreien. Ich glaube, da war irgendwie was, wo ich mich so leicht dran erinnern kann. Von daher mache ich das jetzt einfach mal. Wir machen einen kurzen Schnitt, sehen uns dann gleich wieder, wenn ich den Gefangenen gefunden habe und verlassen dann das Level gemeinsam und haben dann somit den Sumpf des Todes schon erledigt. Also bis gleich nach einem kurzen Schnitt. Geil. So, wenigstens schon mal diesen Schlüssel gefunden hier. Aber wie geht's jetzt weiter? Lol. Ja, geil. Lol. Das war jetzt richtig Zufall, dass ich den gefunden habe, Alter. Okay, korrekt. Dann können wir jetzt eigentlich wieder zurückrennen. Und ich würde sagen, das werden wir auch tun. Also dran geblieben. Bis gleich. Ich bin Turok. So, wir haben es endlich geschafft. Wir sind am Ende des Levels. Nur das Problem, was ich jetzt habe, ist, ich habe keine Ahnung, ob ich hier überhaupt irgendwelche Schlüssel eingesammelt habe, aber ich möchte es hoffen. Von daher speichere ich das Spiel jetzt einfach mal hier und verlasse dieses Level. Du musst das Totem beschützen, so, genau das machen wir jetzt noch. Eben das Totem beschützen hier. Perfekt. Besser geht's ja gar nicht. So, dann haben wir das Level auch schon abgeschlossen, würde ich mal so sagen. So, und wir haben sogar einen Primogen-Schlüssel bekommen. Das ist schon mal sehr geil. So, Level 5 ist auch offen. Doch bevor wir nach Level 5 gehen, möchte ich natürlich in Level 4 rein. Das war jetzt Level 5, ne? Das heißt, ich glaube, das hier ist Level 4. Ich bin mir nicht genau sicher. Aber das finden wir in der nächsten Folge raus von Turok 2 Seeds of Evil. Schaltet auch dann wieder ein, wenn es soweit ist. Ich würde mich sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal zu einer weiteren knackigen Folge. Bis dann, Peace und haut rein.